Tag 7 aus dem Zillertal und ja, was sollen wir sagen, es ist der letzte Tag, der hier zu Ende geht und der ging sportlich absolut aufsehenerregend zu Ende, nämlich mit dem Testspiel gegen Zenit St. Petersburg. Werder Bremen hat sich 2:2 vom russischen Champions-League-Teilnehmer getrennt. Und Meister sogar. Meister sogar, dreimal in Serie, glaube ich sogar. Ja Björn, da war richtig was los auf dem Platz, ne? Ja, vor allen Dingen erste Halbzeit, wir haben unseren Augen nicht getraut, das war super Fußball, übertreibe ich nicht mit, ne? Also man hätte ja gedacht, dass der russische Meister das Kommando hier übernimmt, von wegen. Das hat alles Werder gemacht. Ziemlich offensiv aufgestellt, Viererkette, ein Sechser und der Rest war dann eigentlich alles offensiv. Also wenn du mit Osako und Niklas Schmidt als Achter spielst und dann noch eine Dreier-Stürmer-Variante davor hast, dann ist das schon ordentlich offensiv. Und es hat auch sofort funktioniert, weil relativ flott das Tor gefallen ist. Ne? Genau, Werder ist, da ging ordentlich die Post ab auf dem Platz, muss man sagen. Und der Erste, der es quasi eingetütet hat, war Erin Dingci über den rechten Flügel. Tolles Tor, aus spitzem Winkel macht er das Ding. Hatte danach auch noch zwei, drei ganz gute Szenen. Und ja, damit generell ein ordentliches Trainingslager und ein super Testspiel heute gekrönt. Ja, lass uns doch mal Erin Dingci kurz dazu hören. Wir haben mit ihm hinter sprechen können. Cooler Junge übrigens. Erin, was war das für ein Spiel in der ersten Halbzeit gegen den russischen Meister? Was habt ihr denn da veranstaltet? Ja, fand ich schon geil, muss ich sagen. Top gespielt. Wir auch? Ja. Selbst überrascht gewesen? Ein bisschen wie gut? Nee, finde ich nicht. Warum nicht? Ja, wir sind eine gute Mannschaft, ne? Ja? Definitiv. Aber ihr seid nur Zweitligist jetzt mittlerweile. Ja, das ist ja egal. Die Mannschaft kann trotzdem gut spielen. Ja, noch mehr Erin Dingci gibt es dann bei uns in der Deichstube. Da schreiben wir ein bisschen was auf. Und es gibt noch ein extra Dingci-Video. Kann ich euch nur empfehlen. Also der ist echt Töfte, der Junge. Töfte war dann auch Leonardo Bittencourt. Der ist nämlich in den Strafraum rein. Ja, nach Zuspiel von Dingci, glaube ich, auch wieder. Und Niklas Schmidt hatte auch seine Füße im Spiel. Genau, der, von dem kam der Pass. Genau, Dingci, so mal Dingci auf Niklas Schmidt und dann auf Bittencourt. Und dann, wups, Sense. Gab es, genau, die russische Axt und Leo lag. Und es gab Foulelfmeter, völlig zu Recht. Niklas Füllkrug, ganz cool, eiskalt, verwandelt. 2-0. Und da war hier im Parkstadion in Zell am Ziller, ja, richtig internationale Fußballstimmung. Also, ja, da gibt es so Champions League-Songs, haben sie schon gesungen. Ne? Als nächstes in der Champions League und sowas, war schon cool. Ja, bitterböse Ironie war das natürlich. Nein, aber, das war die Wand. Die Leute haben sich gefreut. Es war wirklich gut anzusehen, muss man ganz klar sagen. Also, okay, eine Einschränkung mache ich. Der russische Meister hatte schon etwas schwerere Beine, hatte ich das Gefühl, oder? Ja, wirkte in einigen Phasen Teamarm vielleicht gestern schon so. Oder so. Oder, ja. Aber egal, trotzdem ist gut gemacht. Zwischendurch haben die auch ganz ordentlich gekickt, die Russen. Aber gut, Werder hat das gut gemacht. Dann wurde viel gewechselt. Ganz viel gewechselt, wie das auch angekündigt war. Und dann war so ein Bruch im Spiel, ne? Ja, das ist ja so der Testspiel-Klassiker. Ich glaube, nach so 60 Minuten waren es dann tatsächlich 11 komplett neue Spieler, die Markus Anfang da auf dem Platz hatte. Und ja, entsprechend war der Spielfluss weg und der Gegner kam immer besser rein. Und das Ende vom Lied war das 2:2 dann irgendwann, ich glaube nach 68 Minuten oder so stand es da schon so. Ja, da gab es noch den einen oder anderen Fehler, wollen wir jetzt nicht näher darauf eingehen. Wir hören uns einfach mal an, was Markus Anfang nach dem Spiel zu dem Spiel gesagt hat. Bitteschön. Ja, ich glaube, wir haben eine richtig gute erste Halbzeit gespielt. Hätten vielleicht das eine oder andere Tor da noch mehr machen können. Haben wenig zugelassen, bis auf einen Schuss, glaube ich, vom 16er. Ansonsten haben wir eine richtig gute erste Halbzeit hingelegt. Und in der zweiten Halbzeit hat man auch gemerkt, wenn man in so ein Spiel dann nicht direkt reinkommt, dann ist es halt auch schwer und wir haben es trotzdem gewehrt, das war auch wichtig. Wir haben dann auch dagegen gehalten, wir haben vielleicht ein bisschen unglücklich auch die Gegentore bekommen. Ja, und der Trainer hat nicht nur über dieses Testspiel gegen St. Petersburg gesprochen, sondern auch die Gelegenheit genutzt und dieses ganze Trainingslager, diese Tage hier im Zillertal mal bilanziert. Und da muss man sagen, ja, er ist zufrieden mit dem, was er hier gesehen, erlebt und mit seiner Mannschaft so umgesetzt bekommen hat. Genau, er hat gesagt, die Abläufe, das, was er sich vorgenommen hat, was sie alle lernen sollten im Prinzip, seinen Fußball, gut, er spricht jetzt nicht von seinem Fußball, aber von deren Spielidee, das hat ganz gut geklappt. Aber er kommt natürlich auch nicht drum rum zuzugeben, dass das die schwierigste Vorbereitung seiner ganzen Trainerkarriere ist. Also sowas hat er auch noch nicht erlebt. Er sagt auch immer, ich weiß nicht, wer am ersten Spieltag da ist. Übrigens, deswegen kann er auch noch gar keinen Kapitän benennen, wie er noch mal betont hat. Also es war ihm schon anzumerken, dass das echt eine Herausforderung ist. Aber ja, er macht das gut, wie ich finde. Er setzt ein Lächeln auf und sagt, das ist eine Chance, das ist eine Herausforderung. Na gut, was soll er auch anders sagen? Aber er sagte, die Leute sind jetzt da und mit denen werden wir arbeiten. Und wahrscheinlich werden wir mit einigen von denen dann auch am ersten Spieltag reingehen in die Saison. Und dann schauen wir mal, was dabei rauskommt. Ja, was bleibt ihm, was du schon sagst, anderes übrig? Er geht das super professionell an, das muss man sagen. Sagt tatsächlich, die ich da habe, mit denen arbeite ich, da machen wir das Beste draus. Und vielleicht bleiben ja auch einige und ich habe dann schon ein Gerüst. Das muss man mal abwarten. Wobei es hier im Trainingslager eben auch Spieler gab, bei denen man so das Gefühl hatte, da ist der Trainer gar nicht unbedingt so scharf drauf, dass sie dabei bleiben. Ja, Johannes Eggestein, haben wir noch mal angesprochen, den Trainer. Hat er ja schon nach dem letzten Testspiel gegen Sofia was zugesagt und im Prinzip so die Tür schon mal geöffnet für einen Transfer. Heute hat er sie noch mal
ja, aufgeschlagen im Prinzip, muss man ganz klar sagen. Frank Baumann hat ja nochmal nachgelegt, hat auch gesagt, ja, gibt keine Position für Jojo Eggestein. Und heute hat dann Markus Anfang nochmal gesagt, ja, wenn Jojo Eggestein, der kennt jetzt unsere Einstellung dazu und wenn er deswegen den Verein wechseln möchte, einen Transfer machen möchte, dann ist das seine Entscheidung. Das klang nochmal mehr nach Abschied. Schade, irgendwie. Und Jojo Eggestein hat auch heute als einziger neben Kepa Bacci nicht gespielt. Genau, das hat der Trainer dann auch auf Nachfrage gesagt. Naja, Kepa Bacci hat auch nicht gespielt, aber gut, Kepa Bacci kommt auch aus der U23 und war eben nicht vor ein paar Jahren noch eines der größten Sturmtalente im deutschen Fußball. Also von der Gewichtung her schon anders zu sehen als Jojo Eggestein. Aber das scheint, ohne da jetzt zu weit vorgreifen zu wollen, aber irgendwie in Richtung... ja, in unterschiedliche Richtungen zu gehen. Also da muss man leider sagen, vielleicht ist das wirklich der, es ist ein doofes Wort, der Verlierer des Trainingslagers. Aber eigentlich komisch, weil der hat das 1:0 und den Siegtreffer gegen Sofia gemacht. Ne? Ja, für wen es auch nicht gut gelaufen ist, für die beiden Neuzugänge Anthony Jung und Nikolai Rapp. Beide verletzt, krank, beide Testspiele verpasst. War der Trainer natürlich auch nicht glücklich mit, aber er hat gesagt, wir riskieren ja keine längere Verletzung. Ich habe ja im Moment, das ist natürlich wiederum der Vorteil dieses Kaders, genügend adäquaten Ersatz. Den hat er, genau, und den will er jetzt. So geht es nämlich weiter, wenn Werder morgen zurückgereist ist. Am Dienstag direkt wieder testen. Dann steht nämlich das nächste Testspiel an. Dann nicht ganz so weit weg von Bremen, sondern in Bremen beim FC Oberneuland. 2x60 Minuten, da legt Anfang großen Wert drauf, auf diesen XXL-Test. Und ja, hofft dann, geht davon aus, dass sich da weitere, vielleicht mal andere Spieler im Mittelpunkt spielen. Ja, da möchte ich dich aber noch eins fragen. Das haben wir nämlich vergessen beinahe. Wer hat dir denn so von den Spielern am meisten Spaß gemacht in diesem Trainingslager? Wer hat dich am meisten überrascht? Ich weiß ja schon, wen. Wenn ich nennen werde, aber fang du mal an. Ja, einerseits Romano Schmid hat mir gut gefallen. Ja. Dem war zumindest anzumerken, dass er nach einem schwierigen Vorjahr unter Kofeld das so ein bisschen als Neubeginn, Neuanfang für sich versteht, da aufdreht. Der hat gute Akzente gesetzt. Niklas Schmid hat mir gefallen, hat auch gerade heute in der ersten Halbzeit gegen St. Petersburg gute Abschlüsse gehabt. Also die beiden würde ich so für mich herausheben. Wenn ich wen vergessen habe, du wirst sicherlich noch wen auf Lager haben. Niklas Schmid ist der, den man einfach nennen muss. Da hat man auch einfach Bock drauf. Den kennt man ja auch schon seit ein paar Jahren. Den hat man auch schon mal anders gesehen. Der hat ja sonst in der Vorbereitung auch mal ein bisschen Gewichtsprobleme gehabt. Es sieht alles ganz gut aus und der hat auch richtig Bock und der darf die Standards schießen. Oh, ich würde den gerne mal noch so ein paar Wochen, Monate sehen bei Werder. Und dann schauen wir mal weiter. Wer heute gut war, muss man sagen, Leo Bittencourt. Dieses Benfica-Lissabon-Interesse scheint ihn noch mehr zu beflügeln. Oder er will einfach sich hier komplett durchsetzen. Wer mir auch gefällt, muss ich sagen, und durchzieht die ganze Zeit, Ömer Toprak. So hier Belastungssteuerung, sehe ich wenig von. Und ja, das sind, glaube ich, die kann man schon mal so nennen. Ne? Also auch Maxi Eggestein heute, obwohl der ja eigentlich, ja, wo Frank Baumann gesagt hat, der will erstklassig bleiben. Er hat zumindest heute gezeigt, dass er das kann. Also das war schon, nee, das war ein guter Auftritt heute und letztendlich auch ein gutes Gefühl, mit dem man aus dem Trainingslager rausgeht. Eine Sache muss ich aber noch unbedingt erzählen, die fand ich ganz wichtig. Markus Anfang. Der sorgt dafür, dass sie jetzt alle mal daran wissen, wie es in der zweiten Liga abgeht. Denn wer sich verletzt, kann nicht so schnell damit rechnen, behandelt zu werden. Sag mal, was hat er gesagt vorhin? Fand ich cool. Ja, grundsätzlich wird der schon behandelt. Er hat gesagt, wenn sich einer richtig wehgetan hat, dann helfen wir dem natürlich auch. Aber Markus Anfang ist schon so ein Trainer, der sich das draußen erstmal so 20 Sekunden anguckt, ob es denn wirklich weh tut auf dem Platz. Und durchaus auch, das war gerade gegen Sofia im Testspiel zu sehen, dem Physio mal ein Zeichen gibt, nicht so schnell, warte mal eben. Und ach, geht auch so. Also da ist durchaus eine raue Schule eingekehrt bei Werder. Und er hat gesagt, in der zweiten Liga brauchen wir eine gewisse Widerstandsfähigkeit und die müssen wir uns aneignen. Sagt aber auch, die Jungs sind schon hart im Nehmen und ja, wenn er so weitermacht, werden sie noch härter. Ja, aber ich finde das wichtig, weil das Gefühl hier im Zillertal, wo man zum 10. Mal war und 9 Mal davor als Bundesligist, ambitionierter Bundesligist zwischenzeitlich auch, man hat das nicht das Gefühl, dass das hier ein Zweitligist gewesen ist. Also alles so wie immer, das darf alles, also natürlich neue Leute, aber genauso viele. Also nicht irgendwie so Sparkurs und alles ist weniger geworden, überhaupt nicht. Und ich glaube, da kämpft Markus Anfang ein bisschen gegen an und das wird noch spannend die nächsten Wochen, wie die wirklich auf Zweitligakurs kommen werden. Schauen wir mal, wie das ist. Aber wir haben jetzt erstmal ein gutes Gefühl mitgenommen, ja, oder? Wir gehen jetzt erstmal auf Kurs Richtung Hotel und dann morgen auf Kurs Richtung Bremen und dann auf Kurs Richtung Oberneuland und dann Kurs Rotterdam und jetzt Feierabend. Ne? Dann reicht's auch, genau. Vielen Dank, dass ihr uns treu geblieben seid. Ja, genau, an die treuen Zuschauer, wenn man so will. Und in diesem Moment noch einmal danke an Dennis, unseren weltbesten Kameramann. Alles klar, besten Dank, Dennis. Tschüss.